Hey ho, meine Lieben. Hat sich erledigt. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute eine schöne Entenbrust. Mit mir zusammen. Guten genau. Abend. Genau. Die Entenbrust, in der geht's eigentlich, oder um die geht's eigentlich hauptsächlich, die werde ich im Heißluftgrill machen. In der Heißluftfritteuse, wie man auch das Ding auch immer nennen will. Und ja, als Zubehör ein paar Knödel, Rotkraut und ein bisschen Soße und fertig. Das sind aber absolute Nebensächlichkeiten. Wir konzentrieren uns heute im Video auf die Entenbrust. Und das drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Attacke! Haut immer schon vorher ab. Tja Leute, eigentlich hätte ja das mein Weihnachtsessen werden sollen. Aber da ja, ich ja kurz entschlossen habe, die Mädels einfliegen lassen, wenn man sagt, komm, egal. Kann man auch nach Weihnachten essen, ist da auch lecker. Und würzen tun wir das heute ganz einfach klassisch mit Salz, Pfeffer, Paprika. Und genau das mache ich jetzt halt. Die Haut vielleicht noch vorher etwas einritzen. Schauen wir mal, ob das Messer scharf genug ist. Ja, habe ich letztens erst geschärft. Nee, da tut sich nicht viel. Doch, so tut sich was. Dass wir da ein bisschen Salz in die Haut einreiben können. Oh, raus aus dem Ding. Soderle. Dann können wir auch schon mit dem Würzen anfangen. Ganz, ganz leicht gefroren ist es noch. Aber das spielt jetzt auch nicht wirklich eine große Rolle. Naja, da hätte ich vielleicht jetzt doch einmal die Batterien austauschen können. So, dann noch schön Paprika drauf. Hier habe ich das Gitter heute. Da werden die hier schön drauf drapiert. Oder wie man so schön sagt. So. Und dann tun wir hier an die Oberseite auf die Haut nochmal ordentlich Salz drüber. Schon hätten wir das Ding fertig gewürzt. Wenn jetzt die Haut nicht ganz knusprig wird, so wie ich die gern hätte im Heißluftgrill, dann schmeißen wir die Brust einfach mit der Hautseite nach unten nochmal kurz in die Pfanne. So einfach machen wir das heute. Und Ziel, ja, ja, die schreiben. Im Internet habe ich gesehen, was vom 65 Grad für eine Brust. Ja, ich würde aber eher sagen, wir gehen so Richtung 70, 75 Grad. Wenn wir nicht drüber kommen. Wir werden sehen. Ja, gehen wir zur Heißluftfritte. Die kennt ihr ja soweit mit der Schale hier unten drin, mit der kleinen. Die brauchen wir heute nicht. Ich nehme heute eine etwas größere. Na gut, die geht nicht bis ganz hinten, lassen wir die sicherheitshalber unten drin. Nicht, dass was daneben sabbert, tropft. Und
Hier drauf kommt dann das Enterl. So. Und dann stelle ich das ganze Ding auf. Tja, sonst hatte ich immer noch das Brett unten drunter, damit eben das nicht passiert. Damit ich den Ding hier sauber ordentlich öffnen kann. Genau. Ansonsten verklemmt es nämlich. Wir stellen den heute ein auf 120 Grad jetzt einmal. Bleibt mir etwas niedriger noch. Und ich stelle hier jetzt insgesamt mal eine Stunde ein. Werden wir niemals brauchen, glaube ich nicht. Und dann ja, schauen wir einfach mal so 20 Minuten nach, was die Entenbrust macht. Und wie man ein Glas Rot gerade aufmacht, in einem Topf aufwärmt und Knödel in ein Wasserbad reinschmeißt. Naja, gut, Zösel könnte man vielleicht zeigen, aber das lassen wir heute wirklich alles weg. Das seht ihr dann fertig auf dem Teller. Und mein Spatzel darf das ganze Zeug machen. Oh, die schaut böse an. Oh, 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 oh. Ja, da köchelt schon alles, was wir dazu essen. Wir haben es jetzt, na, schalte um, 32 Minuten. Also was drin. Und jetzt gucken wir da ganz einfach mal rein. Okay, eine leichte Salzkruste hat sich da oben gebildet. Ja, dauert schon noch. Ich denke, ich werde den Heißluftgrill nachher hochschalten. Ja, unten hängt gar nicht viel in der Wanne drin. Ja, naja, dann schauen wir mal. So Leute, von der KT her, na, da habe ich es hingelegt, sieht es gut aus. Aber, ja, ein bisschen brauner wollen wir ja die Haut noch haben. Aua, heiß. Ja, Kaffee sieht gut aus. Drum nehmen wir jetzt. Das Fett hier, tun es in die Pfanne rein. Und da drin, Moment, Cam umstellen. Ah ja, man hat es ja gesehen. Oh, so. Einmal Vollgas anheizen. Und da drin tun wir dann noch mal ganz kurz die Haut anbrutzeln. Das Fett fängt zum Brodeln an. Und dann schmeißen wir die hier einfach noch mal kurz rein. Na, brutzeln die Haut noch mal richtig schön auf. Jo, genau. Und dann sehen wir uns auch schon am Brett zum Anschnitt. So, Herd ausschalten. Dann haben wir hier die wunderbaren Stückle. Die Haut sieht jetzt auch gut aus. So. Ja, dann wollen wir mal. Machst du hinter mir fertig? Ja. Oh, lässt sich das schön schneiden. Aber ich glaube, mit der hier tue ich mal etwas leichter. Butterzart zum Schneiden. Ne?
Ja, ganz leicht rosa ist es noch. Ja, Leute, was soll ich sagen? Füllen wir unsere Teller und essen unsere Portion heute. So, meine Lieben, na, haben wir jetzt das Tellerchen fertig befüllt. Zwei verschiedene Knödelsorten, Semmelknödel und irgendein Kartoffelknödel. Und Leute, ich fange jetzt einfach mal an. Zu bewerten gilt ja heute eigentlich nur die Entenbrust und die Soße, ganz klar. Leckere Sößchen gezaubert. Wunderbare Entenbrust. Hervorragend gelungen. Und das Döschen, also wie gesagt, haben wir ja nicht gesehen, wie es gemacht wurde. Aber es ist wirklich lecker geworden. Jo. Und fürs Gesamtfazit zeige ich nachher wieder die Manu vor die Cam. Tja, und ohne Mütze sehe ich wieder gruselig aus, gell? Hehe, essen gehen. So, Leute, dann machen wir noch schnell das Fazit von gestern. Also, sowas von vollgefuttert gewesen gestern. Ja. Keine Zeit mehr dazu gehabt, keinen Nerv mehr. Was haben wir gestern überhaupt gegessen? Ja, die Entenbrust. Ah, genau, die Ente. Also, Leute, ich sag's euch, die Entenbrust perfekt gelungen. Richtig lecker. Dadurch, dass ich ja von Anfang an gesagt habe, wenn sie oben nicht knusprig wird, nochmal kurz in die Pfanne, war das ja auch völlig in Ordnung. Ja. Damit habe ich ja durch die Temperatur schon gerechnet. Sehr zart war sie. Knödel und Rotkraut, ganz normale Beilage. Soße hast du sehr lecker gemacht. Und möchtest du noch was dazu sagen? Nein, ich bin gerade mit dem Essen gestern richtig zufrieden gewesen. Gut, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Genau. Und ein nettes Abo und ein freundliches Kommentar oder so ähnlich. Ja, würde mich freuen. Ich gehe jetzt echt bald nochmal zum Friseur. Hey. Ciao, Igorski, wir sehen uns.